Die Hector Fellow Academy ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie man an den Grenzen der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen Menschen zusammenbringt, über diese Grenzen hinweg neue Themen aufgreifen kann und einfach ein tolles Netzwerk pflegt. Und von daher eine ganz tolle Idee. Das Treffen, an das ich am meisten zurückdenke, ist das Treffen mit Hans-Werner Hector, in dem wir ihm vorgestellt haben, was der Gedanke der Hector Fellow Academy ist. Und ich erinnere mich lebhaft daran, wie freundlich, wie aufgeschlossen er darauf reagiert hat. Und ohne dieses Gespräch hätte es die Hector Fellow Academy nie gegeben. Wirklich die jungen Doktoranden zu hören, die sich bewerben mit ihren Ideen und in so eine Welt von Interesse, Neugierde und Forschungshunger zu blicken, das ist für mich einfach ein tolles Format. Wir sitzen da, mal klappt es in Präsenz, mal ist es online, aber man blickt einfach in die Zukunft, wenn man mit diesen jungen Menschen spricht, und das finde ich fantastisch. Ein Format, was ich besonders schätze, ist eigentlich die bereichsübergreifende Forschungen, die wir haben. Einmal der Hector Fellows untereinander, aber auch der Nachwuchswissenschaftler, die die Möglichkeit bekommen, mit zwei Hector Fellows aus unterschiedlichen Bereichen ein Forschungsthema zu bearbeiten und zu vertiefen. Ich wünsche der Academy viele mutige Menschen, die sich trauen, was Neues zu machen und was Neues zu denken, weil das ist letztendlich das, was wir brauchen für die Wissenschaft, aber auch für die Gesellschaft.